Der Halle hat mir mal versprochen, wenn ich einen richtigen Korkenzieher habe, darf ich mal die Flasche öffnen. Nein, Spaß beiseite. Was wir hier haben, ist wahrscheinlich nachweislich die älteste Weinflasche der Welt. Das Ziel der Stilistik ist immer dasselbe, aber der Weg dorthin zu kommen ist heute viel professioneller, viel mehr eingesporen, weil ich meine Mitarbeiter mitgenommen habe. Fahren wir ins berühmte Würzburger Bürgerspital, einer der großen Institutionen deutscher Weingüter, gehört einer Stiftung und verantwortlicher Kellermeister ist Robert Haller, der auch früher sein Weinmachen auch in Italien gelernt oder auch praktiziert bei Antinori. Jetzt sind wir hier im Bürgerspital und jetzt begrüßen wir den lieben Herrn Haller. Freue mich sehr, wie geht's? Grüß Gott, Herr Frenzel. Gut geht's mir, danke. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal in die Kellerei? Wir gehen rein und schauen mal, was machen wir. Ist die Ernte schon fertig? Nee, nächsten Montag. Ach komm, wie ist denn das? Vier Tage haben wir noch. Ehrlich? Ja. Das heißt jetzt, es wird kalt gemacht, oder? Ja, es geht nicht um die Kühle, es geht ja nur um den Sauerstoff wegzuhalten. Nein, Sauerstoff weiter. Wir haben einen Gewürztraminer gelesen, der wird jetzt eingelagert in Boxen, ist eingemeischt und wir haben Trockeneis dazu getan, damit der Sauerstoff weggehalten wird. Das ist also nur um reduktiv zu arbeiten. Da kommt jetzt 3 Tage ins Kühlhaus, 3 bis 4 Tage Kaltmazeration und dann gibt es ganz brillante, wunderschöne Gewürztraminer, wir probieren später ein. Ja, also nochmal, wie alt ist der Keller? Wir haben 3 Bauabschnitte. Ein kleiner Teil kommt aus dem Mittelalter, 16. Jahrhundert. Dann wurde vor ungefähr 100 Jahren wurde der Holzfasskeller gebaut. Da wurden ganz viele Keller aus Würzburg zusammengezogen, zum ersten Mal in einen Standort. Wir haben sonst 2 oder 4 Standorte gehabt. Und vor 35 Jahren, 1984, ist der Edelstahlkeller gebaut worden. Also es sind 3 Abschnitte. So, also, mein Gott, immer wieder wunderschön, hier alles anzuschauen. Was ein Holz für den. Ja, unser Schmuckstück. 160 große Fässer haben wir noch. So, toll. 4 Stück Fässer, 5000 Liter. Mhm. Dann gibt es eine ganze Reihe von Doppelstückfässer. Barrik haben wir natürlich auch ein paar. Aber man kann nicht sagen, welche Fässer Sie mehr lieben. Die kleinen, die großen. Ich liebe sie alle. Sogar die Edelstahltanks. Sie haben doch mal früher in Italien gearbeitet, beim Antinori. Was ist das Arbeiten im Ausland anders als in Deutschland? Man darf das, was wir gelernt haben, ich bin direkt nach dem Studium nach Italien gegangen, das, was wir gelernt haben, nicht immer 1:1 auf ein anderes Land übertragen. Mein Name ist Robert Haller, ich bin der Weingutsdirektor hier im Weingut Bürgerspital zum Heiligen Geist. Ich bin seit 12 Jahren, fast 13 Jahre hier, darf das Weingut leiten. Wir sind hier in unserem Holzfasskeller, einer der schönsten Holzfasskeller Deutschlands. Wir haben 160 große 4-Stück-Fässer. Wir haben eine tolle Arbeitsbedingungen und vor allem sind wir hier nicht in einem Museum, sondern in einem lebendigen Betrieb. Sie sehen bei den Fässern die Gärstationen, die Gärregelungen, die leuchten. Wir vergären das Gros unserer Lagenweine alle im Holz. Großes Holz, aber auch kleine Holzfässer, Stückfässer bis zum Barrik hinunter. Bürgerspital ist eine Institution. Es ist nicht nur eine nationale, sondern ein internationales Kulturdenkmal für uns und für mich. Man muss dazu sagen, dass wir hier auch eine ganz große Idee hier haben. Was wir natürlich toll finden, ist natürlich ein perfekt gemanagter Betrieb. Die Größe ist gewaltig, man darf nicht vergessen, es sind fast 120 Hektar oder sogar mehr. Und das bedeutet eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Weinen, die man auch hier hat. Also
verschiedene Rebsorten, verschiedene Denkansätze. Und wenn du natürlich so einen Betrieb in dieser Größenordnung managen willst und musst, musst du natürlich auch ein Gefühl für viele Dinge haben, also nicht nur für Wein, für die Menschen und sonst was, weil natürlich so ein Bürgerspital auch aus der Tradition eine große Verantwortung hat. Das muss man wirklich hier sagen, was der Robert Haller hier leistet, ist mit seinem Team unglaublich bemerkenswert, weil wir hier eine Geschmacksvielfalt und eine Qualität und Weine haben, die es sogar in kleinen Weingütern so nicht zu finden sind, weil man merkt hier, dass man das unglaublich professionell managt. Ja, Halle hat mir mal versprochen, wenn ich einen richtigen Korken ziehe, darf ich mir die Flasche öffnen. Nein, Spaß beiseite. Was wir hier haben, ist wahrscheinlich nachweislich die älteste Weinflasche der Welt. Die älteste authentische Flasche der Welt. Nämlich die älteste Flasche Wein der Welt, wo man weiß, wo sie gewachsen ist. Und das ist noch ein Original 1540er Stein. Da werden viele Leute sagen, ist der noch trinkbar, ist der noch genießbar? Ich glaube ja. Der ist noch original verkorkt. Der Wein wurde erst mal 200 Jahre oder so im Holzfass gelagert, wurde dann abgefüllt, was nicht genau bekannt war. Er kommt mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem staatlichen Hofkeller, weil er von der Familie Simon, Familie Simon, eine Weinhandelsfamilie aus Wiesbaden, Ende des 19. Jahrhunderts ersteigert wurde vom König Ludwig II. Und er ist mit Eichenholz verschlossen, mit Pech versiegelt, damit eben möglichst wenig verdunstet, aber so ein Stückchen fehlt schon. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass was drin ist, aber dadurch, weil das luftdicht verschlossen ist, tritt ja keine Flüssigkeit aus dem Raum. Und bei ganz besonders alten Weinen, ich hatte das Glück schon mal einen Wein um 1600 zu bringen, das war ein Port. Also man hat es geschätzt, man konnte es nur an der Flaschenform schätzen, das war halt noch genießbar. Vor 58 Jahren, 1961, hat Hugh Johnson eine Flasche davon aufgeöffnet. In der Mitte ist nämlich die zweite Flasche links in der Mitte, ist schon leer. Und nach 421 Jahren hat er eben geschrieben, dass der Wein sogar noch seinen deutschen Ursprung ahnen ließ und dass sie ein paar Schluck von dieser jahrhundertealten Substanz nehmen konnten, ehe sie mit der Berührung mit der Luft vergingen und ihren Geist aufgaben. Das ist Aufgabe, geht ja den müde, ja. Genau, und Jürgen Johnson war ja bei unserem Jubiläum mit dabei, auch mit dabei waren, und er hat da ja ganz ergreifend berichtet, dass das der Wein seines Lebens war. Er hat tausende von Weine probiert, oder er probiert jedes Jahr tausende von Weine, aber das wäre der Wein seines Lebens gewesen. Weil man muss einfach sagen, Geschichte in dieser Form ist vielleicht viele so ein Humbug. Ich glaube unglaublich daran, weil unsere Geschichte und die Verwurzelung solcher Dinge zu unserer Kultur, in deutschen Kultur gehören. Und man darf halt dann vergessen, da bin ich auch nicht müde zu reden, ich spreche seit sagen wir, von 30, 40 Jahren von Erwachen des deutschen Weines, aber vor 100 Jahren und davor galt deutscher Wein weltweit als der renommierteste, beste Wein schlechthin. Und jetzt ist deutscher Wein wahnsinnig wieder erwacht und einer der immer über die Generationen hinweg der große Stadtteiler für große Weine waren, war auch hier das Bürgerspital. Ja, das kann man so sagen. Deswegen haben wir ja hier auch eine eigene Schatzkammer. Da liegen über 25.000 Flaschen, das heißt überwiegend Boxbeutel drin. Und das ist eine ganz tolle Tradition. Der älteste ist jetzt aus dem Jahr 1908. Ja. Aber seit 1949 haben wir jeden Jahrgang zumindest gesichert. Der Wein ist ideell. Also er ist unbezahlbar. Es ist wie mit einem großen Bild großer Künstler. Für mich ist er nicht bezahlbar. Es gibt Schätzungen über sowas, wenn man das befassen will. Aber gehen wir da mal davon aus, dass das heute in der Aktion käme. Oh Gott, eine siebenstellige Bezahlung oder mehr. Also, aber ich möchte nicht über Summen reden. Also der Wein sollte gar nicht mehr veräußert werden. Es ist sowieso eine Leihgabe von der Witwe, von der Frau Simon aus London. Es ist nicht unser Besitz und für meine Begriffe gehört die Flasche auch nicht mehr geöffnet, sondern ein Museum. Wir stellen uns einfach ein paar Gläser hin. Genau. So, was probieren wir denn jetzt? Ja, ich denke, wir fangen mit einer Riesling-Serie an. Wir haben ein großes Gewächs, das kommt uns von unserem Hagemann. Das ist die älteste Parzelle im Weingut 1967 gepflanzt. Die ältesten Reben, und da wird immer parzellengenau ausgebaut.
kein maskuliner, kein Bodybuilder an Riesling, sondern fein strukturiert, vielschichtig, animierend, präzise und charakterstark. Das sind die Weine, die wir von uns gewohnt sind. Da freue ich mich. Ich würde mal tief unten anfangen, das heißt in den Jahrgängen bei 2007, als ich kam. Ich bin seit 25 Jahren in Franken und habe immer reduktive, schlanke Weine gemacht. Meine Handschrift ist von 1994 bis heute dieselbe geblieben. Ist das eine andere Stilistik heute als früher? Die Stilistik, das Ziel der Stilistik ist immer dasselbe, aber der Weg dorthin zu kommen ist heute viel professioneller, viel mehr eingesporen, weil ich meine Mitarbeiter mitgenommen habe. Also das ist was für ein Duft, den liebe ich. Das ist etwas auch, was ich möchte sagen muss, wenn man über Wein spricht, wenn man jungen Wein kennt, und das ist ja leider auch für euch auch so wieder leider Klischee, denkt, junger Wein ist frisch, süffig, schmeckt gut und so, aber man müsste man jedem empfehlen, einige Flaschen mal auch ein bisschen liegen zu lassen, auch gerade deutscher Weißwein, der nach 10, 12 Jahren eine Aromatik bekommt, eine Duftfarbe in der Nase, eine Aromatik im Gaumen, die so schön zu schmecken ist. Dann war ja immer der gute, im Boxbeutel gut gemachte, ehrliche deutsche Weißwein. Man hat dann gemerkt, dass die anderen Weingebiete sich unglaublich gequält haben. Um Qualität zu erzeugen. Qualität kommt ja von Quälen. Es stimmt schon, aber ich bin eher ein positiv denkender Mensch. Ja, deswegen kommt dann eher die Qualität auch nicht von Quälen. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, aber für mich kommt eine gute Qualität nur raus, wenn man Freude daran hat. Aber jetzt mal zu den Weinen. Ganz schnell, 2,7 für mich unglaublich gut, 2,9. Jetzt aber zum 2,10, ein Jahr. Man meint nur ein Jahr, aber hat schon eine ganz andere Tonalität. Was ist da der Differenzierungspunkt? Also ich sehe, dass es jetzt eine Lage ist, es ist ein anderer Jahr, aber ich würde sagen, es sind andere, ganz andere Formen von Wein. Was ist da passiert? Wir haben früh lesen müssen, wir haben die Steillage gelesen in zwei Wändchen, haben das bessere Teil, haben wir noch ausgeschüttet und über den Tisch nochmal im Weinberg sortiert. Mhm. Und ich habe mir ganz mühsam ein Fässchen daraus ausgestüppelt. Und habe gedacht, naja, okay, wenn es noch irgendwas wird, dann ist es dieser Wein. Als frischer Wein war er phänomenal. Kollegen haben noch gesagt, Mensch, da hast du einen Vogel abgeschossen, um aus dem Jahrgang so einen Wein zu machen. Und dann habe ich ihn gefüllt und so nach ein, zwei Jahren ist er gekippt. Dann hat er so seine Fruchtigkeit, die vordergründige Fruchtigkeit verloren und war aber noch nicht voll da. Da war er ein bisschen, ich sage jetzt, schwierig. Und dann war er so opulent und so, der hat natürlich Extrakt ohne Ende, dadurch das Wasser da war, im Übermaß 2010, war das eher ein Problem. Mhm. Aber der Wein hat heute mehr Frucht wie vor 5 Jahren. Die Primäraromatik, die oxidiert relativ schnell, die ist oxidationsanfällig und ich sag mal, die Substanz, die balsamischen Noten und der Rebsorten und der Lagencharakter, der kommt erst richtig zum Tragen, wenn die anfängliche Jugend weggegangen ist. Und früher haben wir gesagt, wir brauchen möglichst reife Weine. Aber mit unserem Klimawandel, durch die Hitzeperioden und durch diese extreme Reife, die wir zum Teil haben, haben wir erst mal lernen müssen, dass es auch eine Oberkante gibt. Und da ist der 15er eher drüber hinausgeschossen. Geschmacklich wunderbar. Ja. Verstehen Sie mich gar nicht? Ja, nein. Geschmacklich wunderbar. Wahrscheinlich gibt es sogar mehr Leute, die den 14er vorziehen heute. Aber der 17er ist mein Meisterstück bisher. Also, darf ich mal ganz ehrlich sagen, das macht mir einen Riesenspaß, sowas zu erleben. Weil genau das ist das, was ich in meinem Beruf so schätze, dass ich Dinge erleben darf und kann. Und die so toll und spannend sind, die so schön und vor allem so geschmackvoll sind, das macht mich schon sehr stolz. Toll.